damit ihr mal so ein bisschen Ahnung bekommt, wie eigentlich eine Kirche aufgebaut werden soll und wie realistisch die halt auch ist. Übrigens hier unten unter natürlich dem Pantokrator, also dem Himmelsrichter, sind natürlich die Heiligen versammelt. Das ist auch ganz, ganz typisch. Und hier sind immer einzelne Heilige vorhanden. Ich kann das halt jetzt gerade auch wieder nicht lesen. Das ist der heilige Nikolaus, den erkennt man immer. Das könnte, das sehe ich nicht. Ja, Theologie zur späten Stunde, ne? Hier ist nochmal der heilige Nikolaus. Okay, die haben das einfach nur Copy-Paste gemacht. Hauptsache sieht schön aus, macht man auch nicht. Der heilige Nikolaus kann zum Beispiel hier und nochmal an der Ikonostase als Schutzpatron da sein. Oder vielleicht hat man ihm eine Szene gewidmet, ne? Also vielleicht, keine Ahnung, wenn man so ein kirchliches, so ein Kirchenvordach hat. Also es gibt manchmal so Zwischenräume. Also hier wäre zum Beispiel dann Dach und dann hat man diesen Abteil nur für den Heiligen reserviert. Das gibt's auch. Das ist halt auch nochmal sehr, sehr interessant. Hier dürfte nichts sein. Hier dürfte was aber sein. Das ist aber nicht Lazarus. Kenne ich nicht. Ich erkenne zu wenig. Ich erkenne zu wenig. Außerdem müssten die nach links gedreht sein. Also in die Richtung natürlich gedreht sein. Mich würde es interessieren, wie die das hier innen ausgeschmückt haben. Sieht man natürlich nicht. Schade. Okay, und der Heilige hier hinten ist natürlich... Also, man konzipiert keine Malerei. Also gut, wie gesagt. Darf man halt nicht vergessen. Also, darf man nicht vergessen, es ist noch immer ein Spiel, ne? Aber man organisiert keine Kirchenmalerei, ohne erstmal die Ikonostase zu planen. Und das ist, glaube ich, so eines der größten Probleme. Also, hier kommt eigentlich erstmal die Ikonostase rein und dann plant man im Grunde genommen die Ikonen. Und der Altarraum, gut, er ist erstmal abgesetzt, das ist schon mal sehr löblich, dass man das zumindest beachtet hat. Aber was mich interessiert, also er müsste eigentlich noch ein Stück nach hinten, denn die Fenster sind viel zu groß. Also alleine vom Kirchenbau her, so hätte ich eine Kirche nicht konzipiert. Also wenn, dann wäre das halt echt schwierig. Dann müsste der kirchliche Raum, also der Altarraum hinten ein bisschen kleiner sein. Und jetzt kommen wir natürlich zu dem Problem, wir haben hinten natürlich... Dementsprechend die Apsis und das Problem, also die Apsis hier oben, ne, und das Problem ist, es ist ein bisschen eng schon. Und was ich natürlich so ein bisschen als Problem sehe, ist, wie kommen die Altardiener rein, weil die können nicht hier vorne rein. Die brauchen einen separaten Eingang, das bedeutet, einer von diesen Dingern hier müsste eine Tür sein. Und dann wiederum wird es gehen, aber es ist halt eben nicht der Fall. Ikonostase sieht dementsprechend noch ein bisschen seltsam aus. Christus müsste oben am Kreuz hängen mit Maria und Johannes dem Jüngeren. Das ist einfach immer so in der Ikone. Und hier ist eine Maria-Verkündigungsszene. Hier kommt auch nie oben drüber. Es war, also ich habe sowas noch nie gesehen und ich glaube, sowas gibt es halt auch gar nicht. Weil, wie gesagt, eigentlich ist das Bildthema. Erstmal kommt das letzte Abendmahl über der Tür. Dann kommt die Desis und vielleicht sogar noch als Kreuz-Desis. Das bedeutet, du hast das Kreuz oben und unten drunter hast du quasi, also das Kreuz oben ist ausgespart wie ein Kreuz und unten dann halt straight runter. Das heißt, du hast eigentlich so ein Gebilde und unten kommen dann dementsprechend die, kommen Maria und Johannes der Jüngere, die zum Kreuz gucken. So. Das gibt es hier zum Beispiel auch nicht. Okay, genug genördet. Entschuldigung. Hier ist nicht viel Nützliches drin. Hauptsächlich Andeutungen. Immerhin der Weg zu D6. Dann ist das also unser Ziel. Ich dachte, die Kirche. Bereit? Ich bin bereit. Wie sieht es aus? Ullmann, ist alles bereit? Das Brennholz ist fertig. Wladimir? Die Ausrüstung ist bereit. Und ihr Leute? Bereit. Geil. Dann steigt auf. Dann los geht's. Sehr gut. Also ich glaube, das wird die letzte Mission sein. Aber es ist eine schöne Kirche von innen zu sehen. Also in Moskau ohne Kirche, das wäre sehr schade.
wenn es eine besondere Kirche ist, also Krypten gibt es so eigentlich nur in Klöstern, aber wenn es eine besondere Kirche ist, würden oben Reliquiare auch sein, aber natürlich sieht man die jetzt nicht mehr, das ist ja alles geklaut worden. Okay, wir haben uns gut ausgestattet, wir gehen los. Sehr schön, okay. Wir ziehen aus der Kirche prozessionmäßig. Gut. Könntet auch die Spinnenweben mal verschwinden lassen. Na egal, vielleicht schützen die euch vor irgendwas. Es ist das Verlies der alten Kirche. Dunkler Tunnel, klappernde Räder und der Geruch des Todes. So begann unsere Reise zu D6. Aber unser Ziel schien jetzt näher. Okay. Der Karte nach führen mehrere Wege zu D6. Der nächste davon führt durch die Gebäude bei der Kiewskaja. Das versuchen wir. Kiewskaja. Über diese Station habe ich seltsame Dinge gehört. Es gab eine Explosion im Tunnel und viele Leute wurden lebendig begraben. Angeblich haben sie überlebt, sind aber keine Menschen mehr. Es soll auch etwas Seltsames in Gesichter vorhanden sein. Eine Art Nebel. Tja, vermutlich Unfug. Natürlich. Wer würde das auch schon glauben? Wladimir hat seine Familie in den Tunnels verloren und er kann sich nicht erinnern, was passiert ist. Uiuiuiui, der sieht Sterne. Oh oh. Garten Eden. Artyom, bist du okay? Kannst du aufstehen? Ich versuche es. Artyom, was war das? Wir kommen an. Hier ist eine Luftschleuse. Gut, anhalten. Hölle, ich krieg hier echt das Gruseln. Boris, schau mal nach dem Tor. Die Steuereinheit ist zerschmettert. Alle Drähte sind abgeschnitten. Vlad, wir müssen diese Tür öffnen. Artyom, du bleibst hier und gibst Rückendeckung. Wir brauchen keine Überraschung. Scheiße. Ich wollte gerade sagen. Der Flammenwerfer ist nicht umsonst da. Okay. Okay. Vladimir, such das erste Diagramm. Ulmer, schauen Sie her. Erst verbinden wir die Drähte, dann auf mein Zeichen legen wir die Schalter um. 20 Schrot. Da draußen ist was. Etwas nähert sich. Och Mann, jetzt ist diese... ich komme hier nicht ruhig. Dinosalis! Feuer! Was auch immer passiert, ich renne. Okay. Das... Als ob die Animalie die Monster hertreibt. Oh, ich glaube, das wird einstürzen. So spontanerweise. Oh, keine Munition mehr? What the fuck, Alter? Was war denn das gerade? Copy.
Ah, ich muss nachladen, fuck. Oh, fuck, Alter. Ja, das war jetzt gerade ein bisschen blöd. Ich hab gehofft, ich hab mich gewundert, warum das nicht ging, aber ja. Dann auf mein Zeichen legen wir die Schotter um. Ah, da liegt meine Waffe. Ach so. Etwas nähert sich. Okay, jetzt kriegen wir es aber hin. Dinosaurus! Feuer! So, jetzt aber. Okay. Jetzt kriegen wir es hin. Bisschen nachladen. Okay, die kommen gleich wieder. Oder die kommen zu mehreren. Okay, schnell nachladen. Weiter. Ich muss halt immer wieder nachladen, wie ihr seht. Wo kam der denn jetzt her? Der ist doch abgefackelt. Okay, der brennt. Der brennt auch gleich. Der brennt auch gleich. Der brennt auch. Und jetzt muss ich nachladen. Er kommt näher! Was kommt näher? Beeilung! Die Anomalie ist jetzt echt null! Verdammt! Oh oh. Beeilung, sonst sind wir tot! Endlich! Das Tor ist auf! Los, los! Oh Gott, die Anomalie Scheiße, kommt. Scheiße, spring nicht an! Schön einheizen, ja Mann. Wir müssen weg hier! Hä, wo sind denn meine Jungs? Oh. Da möchte ich jetzt nicht mehr sein. Die haben einen Flammenwerfer. Schön. Ich liebe diesen Flammenwerfer gerade. Okay, wir können den Flammenwerfer hier lassen. Den würde ich auch hier lassen, wenn ich ehrlich bin. Um okay. Die Waffe mitzunehmen. Reißen wir uns zusammen. Vor uns liegt noch ein langer Weg. Okay, Jungs. Dies ist die Tür, die nach D6 führt. Was ist das? Scheiße. Ist das hier dunkel? Ja, mach Sachen. Na dann mal los. Okay. Ja, das ging ja schnell. Das Chaos des Tunnels war hinter der Luftschleuse eingeschlossen. Sie schienen unverwundbar zu sein. Und meine Kameraden ebenfalls. Okay, wir sind durch. Okay. Machen wir das hier schnell. Ullmann, Sie übernehmen das Sturmteam. Boris und Stepan, ihr deckt den Komiker. Artyom und Wladimir, ihr bleibt nah bei mir. Okay, legen wir los. Warum so eilig, Oberst? Wie wäre es mit einer Raucherpause? Wir sind so furchtbar nervös. Die Bösen machen auch keine Pause, wie sie wissen. Vorwärts, meine Soldaten! Große Taten warten auf uns! Große Taten? Irgendwie bin ich nicht so wild darauf, mich in den Geschichten. Das glaube ich euch. Ich hänge einfach irgendwo fest. Okay. Schaut euch das an. Hier hat jemand ein Skelett zurückgelassen. Wie wäre es, wenn wir es als Andenken mitnehmen? Ullmann, genug Scherze. Wenn wir zurück sind, werden sie die Tunnels mit einer Zahnbürste putzen. Ja, mein Feldherr. Wie Sie sagen, mein General. Hier kommt die erste Herausforderung. Ja. Artyom? Lege die Schalter hier um. Beide? Das sieht aber lustig aus. Schade, dass es kaputt ist. Da hinten ist noch einer, okay. Nee. Warum geht's jetzt nicht auf? Artyom!
Schau dir mal diesen Raum an. Schau dir mal diesen Raum an. Okay, das habe ich jetzt schon verstanden. Irgendwas muss es hier geben. Ich gehe mal hier rein. Habt ihr es auch gehört? Ich auch. Bisschen AK drinne. Bisschen Muni. Lass mich raten, wenn ich das anmache, kommt, springt mich was von hinten an. Das Licht geht an. Ich drück's. Gut gemacht, Artyom. Du hast dir einen Orden verdient. Ullmann, ach komm. Überprüfen Sie den Teich. Übertreib doch nicht. Er hat einen Gauss-Gewehr. Kann das sein? Er hat so ein Gauss-Gewehr. So ein Ding. Pass auf, was du sagst, Soldat. Ein Ding. Hat damit nichts zu tun. Ich bin reingetreten. In echte Scheiße. Das ist ein großes Zeichen. Das ist kein Zeichen, sondern ein Omen. Wenn hier Scheiße liegt, muss es auch etwas geben, das sie hinterlassen hat. Hier! Oh ja. Okay, das hat's getroffen. Die Sache ist folgende. Ah, wir haben alle dieses Gauss-Ding da fast. Dieses Pseudo-Gauss-Gewehr. Angriff ist die beste Verteidigung. Wladimir, du bleibst bei Artyom und ihr beide bleibt hinten. Okay, los geht's. Wir haben halt alle dieses Gauss-Gewehr. Ich kann in einer solchen Umgebung nicht kämpfen. Es stinkt so sehr, dass ich meinen Geruchssinn verloren habe. Was? Ullmann, ich wünschte, Sie würden diese albernen Witze sein lassen. Sehr gut, erste Aufgabe bestanden. Na also! Oh nein. Ach, welche Süßes! Okay, das hat ihn getroffen. Das hat ihn schwer verwundet. Oh fuck. Ullmann ist neben mir. Ein Glas Mundschein für jeden was anderes. Wie wäre es damit, Office? Zur Hölle mit dir! Noch ein Komiker! Hör auf zu lachen! Noch ein Komiker? Der sagt doch nur die Wahrheit. Auch da von der Seite. Ich sollte mal, Alter, hab ich ein Glück die ganze Zeit. Greifen natürlich alle mich an. Habe ich gerade das ganze Ding verschrotet? Ich habe das Gefühl, ich habe gerade so viel weggeschrotet. Ich habe nichts, aber rein gar nichts gemacht. Was? Ach, halt die Klappe. Wir werden es schaffen. Das Ding ist gefunden. Railgun, ja genau. Verschwinde. Wir hauen dich weg. Da. Hinter dir. Railgun trifft's ganz gut. Ich muss gerade nur nachladen. Das Gefühl, dass das gerade. Hi Kumpel! Aua! Kann mir jemand mal helfen? So für 1,50? Ich muss nämlich gerade mich heilen. Ihr kriegt auch eine Mark von mir. Frei, Oberst! Gauss, ja genau, Gauss. So ein Railgun-Gauss-Gewehr. Schaut mal, was hinter dieser Tür ist. Anscheinend sind wir durch. Ich krieg gleich einen Koller, Alter.